Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich habe ganz viele Produkte aufgebraucht und wir legen direkt los. Einmal etwas zum Trinken, habe ich glaube ich noch nie gezeigt. Und zwar ist das hier die Trinkschokolade von Combo. Ich glaube, ich habe sie bei Kaufland gekauft. Und ich finde die so grandios, weil die echt richtig schokoladig schmeckt. Natürlich ist hier Zucker an erster Stelle, war ja klar, aber trotzdem schmeckt es gar nicht so süß. Also ich finde, die schmeckt wirklich gut. Und die habe ich im Winter super gerne halt auch mal so auf der Arbeit getrunken. Ich dachte, wäre mal eine coole Alternative zu Kaffee. Und ja, die schmeckt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich mache das mit Wasser und dann so einen Hauch Milch rein. Sehr, sehr lecker. Dann habe ich wieder Jojobaöl aufgebraucht. Muss ich mir jetzt nachholen. Das ist hier von Kaufland, wie gesagt, gewesen. Und das nehme ich halt super gerne zum Reinigen. Ich finde generell, Ölreinigung ist das Beste, was man machen kann. So wird die Haut nicht ausgetrocknet und fettet nicht noch mehr nach. Deswegen, ja, ich verlinke euch nochmal meine Routine, wie ich das Ganze mache, nochmal in der Infokarte und am Ende des Videos, dann seht ihr das, wie ich das genau mache. Dann habe ich leider, also da bin ich auch sehr traurig drüber, das Klotz Labs Hyaluron Serum aufgebraucht. Also das ist ein Hyaluron Booster. Das Ding ist einfach schweineteuer. Ich glaube, das kostet um die 200 Euro und das enthält hochkonzentrierte Hyaluronsäure, und zwar niedermolekulare und hochmolekulare, sodass wirklich das Ganze auch tief in die Haut eindringen kann. Und die Haut wird richtig schön durchfeuchtet und polstert so ein bisschen die Haut von innen heraus wieder auf. Ja, ich habe es super gerne verwendet, aber ich finde 200 Euro für ein Produkt, wo man wirklich, also die Haut ist schon so leicht aufgepolstert, aber man sieht jetzt nicht das krasse Ergebnis, ne? Das jetzt nicht, aber ich habe es gerne verwendet. Werde aber gucken, dass ich halt noch eine Alternative finde. Das Besondere hier an dem Serum ist, dass es auch noch Vorstufen von Hyaluron enthält, sodass die Haut selber nochmal dazu animiert wird, Hyaluronsäure zu produzieren. Ist auch eigentlich eine coole Idee und ja, bin sehr traurig, aber ich werde mich jetzt, wie gesagt, nach einer Alternative umschauen. Dann habe ich leer gemacht das Santé-Shampoo. Das enthält sehr milde Sulfate und ich reagiere schon mit Schuppen auf Sulfate, also weil sie sehr die Kopfhaut austrocknen. Aber wenn ihr so ein Shampoo mit Sulfate benutzt, dann kann ich euch den Tipp geben, das ist mir selber aufgefallen, ich weiß nicht, war voll blöd irgendwie, aber ich habe immer das Shampoo aufgetragen, habe es voll lange einziehen lassen, mich in der Zwischenzeit rasiert und so weiter. Und das ist so fatal, sowas zu tun. Ist ja auch klar, dass die Kopfhaut mega dadurch ausgetrocknet wird. Ich habe das jahrelang so gemacht und dachte mir eigentlich so, wie dämlich bist du eigentlich? Natürlich soll man das wirklich nur einmal einmassieren und direkt wieder ausspülen, weil sonst ist das so, als hättet ihr die ganze Zeit Seife auf der Haut und ja, die entzieht diese ganzen Fette und alles und es ist eine Katastrophe und dann ist klar, dass man danach Schuppen kriegt und die Kopfhaut einfach nur mega juckt. Deswegen, wenn man Sulfate verwendet, nur kurz einmassieren, direkt ausspülen und dann habt ihr da auch nicht so die Probleme mit. Auch leer gemacht habe ich das Kali Amla Shampoo. Das ist hier ohne Sulfate und ist wesentlich milder als das von Santé. Aber manchmal verwende ich auch ganz gerne das von Santé, gerade wenn ich viel Haarspray benutzt habe oder viele so Produkte, so Styling-Produkte, dann verwende ich eher das. Aber so im Alltag, hier das Kali-Shampoo, damit könnte man sich echt jeden Tag die Haare waschen, weil es so mild ist. Man braucht danach schon so ein bisschen bessere Spülung oder irgendwie Haarpflege, weil es ein bisschen auf der trockeneren Seite ist. Dann zwei Zahncremes, und zwar die von Lavera, die finde ich ganz okay. Sind ohne Fluoride, sind so leicht minzig, aber eher so mild und ja, damit komme ich ganz gut zurecht. Dann habe ich eine Algenmaske verwendet. Ich habe sie mehrere Male verwendet. Das ist also quasi eine Alge als Maske und ich habe das mal in meinem Vlog gezeigt. Ich verlinke euch nochmal den Vlog. Da mache ich so einen Luxustag oder so einen Wellness-Tag und da habe ich sie aufgetragen. Super Feuchtigkeit spendend, sehr beruhigend. Ich finde, man muss sich ab und zu auch einfach mal was gönnen und sich Zeit für sich nehmen. Fand ich sehr cool. Also ich persönlich würde mir das jetzt nicht nachkaufen, aber ich finde, das ist so eine coole Idee, also zum Verschenken, ne? So, wie, so ähnlich wie bei Rituals. Man kauft sich die Sachen vielleicht nicht unbedingt selbst, aber man verschenkt sie ganz gerne und freut sich dann auch darüber, wenn man sowas bekommt. Und ich finde, das ist so ein Produkt und ja. Dann habe ich mein Körperpeeling leider nicht aufgebraucht. Das ist mir bereits eher gekippt. Das ist mit Salzwasser und ganz vielen pflegenden Ölen. Das fand ich richtig, richtig gut. War super pflegend. Ich habe es unter der Dusche verwendet und musste mich danach nicht mehr eincremen. Gerade wenn meine Haut so geschuppt hat und gespannt hat, war das mega, mega gut. Aber ist halt auch sehr teuer. Und ich überlege mir nicht einfach mal selbst so eins herzustellen. Könnte man eigentlich auch, ne? Dann habe ich meinen Wolkenseifen-Deo leer gemacht. Das benutze ich auch immer wieder. Ich finde das wirklich super. Das ist ohne Aluminium mit ganz natürlichen Inhaltsstoffen.
Und die Duftrichtung gefällt mir auch ganz gut. Ist so ein bisschen rosig, aber man riecht das jetzt nicht im Alltag. Also man trägt es auf und riecht es dann nicht mehr. Dann eine Bodylotion, die ich aufgebraucht habe, und zwar von Organic Fiji. Die ist mit Kokosöl und Fairtrade und so weiter und ich finde die richtig gut. Also die war wirklich von allen Bodylotions, die ich jetzt so getestet habe, sehr pflegend, aber auch nicht so eklig fettig auf der Haut. Bin auch traurig, dass sie aufgebraucht ist, aber sie ist halt auch nicht günstig und deswegen habe ich mir jetzt da so ein paar Sachen aus der Drogerie gekauft. Aber eigentlich ist sie wirklich toll. Dann eine Mascara und zwar von 100% Pure. Also ich habe sie jetzt nicht aufgebraucht. Sie ist mir leider immer gekrümmelt unterm Auge. Also sie hatte so ein Fallout und das hat mich natürlich sehr gestört. Ich weiß nicht, ob das so normal ist. Die hatte eigentlich auch ganz gute Bewertung, als ich die damals bestellt habe. Die hatte ich bei Ecoverde bestellt. Vielleicht ist sie mir auch ausgetrocknet durch die Heizungsluft oder so oder im Sommer. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich die gekauft habe. Ich habe die, glaube ich, im Sommer gekauft. Vom Effekt her war die wirklich cool. Also die hat auf jeden Fall was gemacht. Die hat die Wimpern schön aufgefächert und verdichtet. Aber dieses Gekrümmel dann darunter, das hat mir nicht gefallen. Deswegen werde ich jetzt nicht weiterverwenden. Dann noch eine Zahncreme von Weleda. Die ist ja mit Salzkristallen und peelt so ein bisschen die Zähne von den ganzen Verfärbungen und so weiter. Und ich finde sie auch sehr entzündungshemmend. Also immer, wenn ich so merke, mein Zahnfleisch ist so ein bisschen entzündlich, tut so ein bisschen weh, dann verwende ich die hier. Und dann ist das auch weg. Also die ist wirklich super entzündungshemmend, finde ich mega gut. Dann ein Gesichtswasser von Klotz Labs, auch mit Hyaluronsäure. Und das ist jetzt leider abgelaufen. Irgendwie habe ich es so ein bisschen vergessen zu benutzen. Es ist halt ein Gesichtswasser. Ich habe da jetzt nicht so mega Wirkung drin gesehen. Also nicht so ein Unterschied zum Thermalwasser. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch nicht so häufig benutzt. Und jetzt ist es leider abgelaufen. Dann eine Zahncreme, bei der viele Interesse gezeigt haben. Und zwar ist das diese Blackwood Zahncreme. Die ist mit Aktivkohle, um die Zähne so ein bisschen aufzuhellen. Also diese Aktivkohle reagiert so mit diesen Schmutzsubstanzen und soll dann quasi den Schmutz von den Zähnen entfernen. Sie schmeckt so ein bisschen, als hätte man Aschenbecher im Mund mit Minzegeschmack. Sehr komisch irgendwie, also ist schon ein bisschen eklig, ne? Aber es geht, es ist auszuhalten. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht so sicher, ob sie meine Zähne so dermaßen aufgehellt hat. Vielleicht so minimal, aber jetzt nicht so gravierend. Also ich überlege mir, den nochmal zu kaufen und einfach weiter zu testen. Aber so den Mega-Effekt hat sie bei mir jetzt nicht gemacht. Also ich sehe jetzt nicht so den Mega-Unterschied. Aber eigentlich nicht schlecht. So ist irgendwie cool, mal sowas zu benutzen. Die ist halt so schwarz, ne? Dann ein Concealer von Annemarie Berlin. Das ist so eine Abdeckcreme und Concealer in einem. Und ich finde die ganz cool so im Sommer, weil die haben leider nur zwei Nuancen, die relativ dunkel sind. Deswegen habe ich sie öfter im Sommer verwendet. Und ja, die finde ich ganz cool eigentlich. Die ist jetzt nicht zu trocken, aber auch nicht zu fettig oder so. Also damit kann man wirklich auch Pickelchen so gezielt abdecken. Ich mag auch diesen Applikator hier, dann dreht man hier so ein bisschen. Die geht aber relativ schnell zügig leer, weil die nur 1,5 ml enthält. Und dafür ist sie eigentlich, finde ich, auch ein bisschen teuer. Aber eigentlich nicht schlecht, aber würde ich mir jetzt so nicht wieder nachkaufen. Dann die Everyday Minerals Foundation in der Farbe Golden Ivory. Die verwende ich ja immer ganz gerne, vor allem im Sommer, wenn ich so ein bisschen mehr Fettglanz habe. Die Farbe Golden Ivory ist auch so leicht grünstichig, was so ein bisschen auch die Rötung kaschiert. Ja, ich mag die ganz gerne verwenden. Ich vertrage sie auch ganz gut und die kaufe ich mir eigentlich auch immer wieder nach. Dann von Batiste hier dieses Trockenshampoo habe ich leer gemacht. Das ist extra für dunkelbraunes Haar. Und ich finde, es hat meine fettigen Haare jetzt nicht unbedingt nicht fettig aussehen lassen. Aber was ich ganz cool fand an diesem Shampoo war, dass die Haare so griffiger waren. Man konnte damit einfach besser umgehen und stylen und die waren einfach so ein bisschen voluminöser, griffiger, einfach besser zu bändigen. Das fand ich ganz cool. Aber so, wenn ich jetzt meine Haare so leicht fettig waren oder so, hat das eigentlich nichts gebracht. Und deswegen werde ich mir das jetzt auch nicht mehr nachkaufen. Auch aufgebraucht habe ich hier diese Aybelline XXL Wattepads. Die kaufe ich mir auch mal wieder nach. Und dann habe ich hier noch so eine Probe von der Summertime Face and Body Lotion von Martina Gebhardt getestet. Und die ist so leicht getönt. Das fand ich eigentlich eine coole Idee. Also eine Body Lotion mit so einer leichten Tönung, sodass man so ein bisschen brauner aussieht. Allerdings war die Bräunung nicht ganz so stark. Ich hätte mir gewünscht, dass sie noch ein bisschen mehr bräunt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon nicht ganz so hell bin. Also vielleicht eher was für hellere Hauttypen. Aber so von der Idee her würde ich mir wünschen, dass sie noch so ein paar stärkere rausbringen.
Und dann habe ich noch eine Mascara und zwar von Nude by Nature und da ist jetzt leider irgendwie was dran gekommen. Irgendwas ist ja ausgelaufen. Und diese Mascara finde ich sehr, sehr gut. Sie hält bombenfest, sie macht einen natürlichen Look, aber da ist auch ein Effekt da. Also nicht, dass man nur so feuchte Wimpern hat. Die hat die Wimpern wirklich schön aufgefächert. Auch ein sehr cooles Bürstchen, finde ich. Ich habe nur ein Problem mit der, dass meine Augen danach so ein bisschen angeschwollen sind. Ich muss gegen die, glaube ich, reagieren oder so. Ich weiß es nicht. Wenn ihr die habt, schreibt mir mal, ob ihr dagegen reagiert oder nicht. Ich finde die eigentlich ganz cool, aber es ärgert mich, dass es halt, ja, meine Augen danach anschwellen. Das ist ein bisschen blöd, ne? Deswegen kann ich die jetzt nicht weiter verwenden. Ich werde sie deswegen verschenken. Ja, und das war es dann eigentlich jetzt auch schon von meinem Aufgebraucht-Video. Ich hoffe, ihr könntet was mitnehmen für euren nächsten Einkauf. Und wenn ihr noch Fragen habt zu den Sachen, könnt ihr mir die einfach gerne stellen. Ist gar kein Thema. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis demnächst. Ciao!